Dieses französische Paar erfreut sich an den zahlreichen Sehenswürdigkeiten von Istanbul. Doch zum bloßen Sightseeing ist Shera Budigov nicht in die Türkei gereist. Er ist zum ersten Mal im Land seiner armenischen Vorfahren, von denen viele dem Massaker vor 100 Jahren zum Opfer gefallen sind. Meine Großeltern wurden hier getötet. Und wenn ich meine Großeltern sage, meine ich auch die 1,5 Millionen anderen, die gestorben sind. Meine Mutter hat bei dem Exodus das Land mit ihren beiden Brüdern verlassen. Und ich habe mir immer gesagt, wenn ich lange genug lebe, um den 100. Jahrestag des Völkermords zu erleben, komme ich hierher, um an ihn zu erinnern. Das schulde ich meiner Mutter. Wie wohl alle Armenier möchte Budigov, dass die türkische Regierung die Massaker von 1915 als Völkermord anerkennt. Etwas, wogegen sich Ankara vehement sträubt. Es ist doch nicht die Schuld der Türken von heute. Sie können nichts dafür. Sie waren damals ja nicht dabei. Das Einzige, was ich verlange, ist, erkennt an, dass es geschehen ist. Das ist alles. Ich will das Land meiner Vorfahren nicht zurück. Mein Land ist Frankreich. Aber in Istanbul entdeckt Budigov das kulturelle Erbe seiner Vorfahren. Im Patriarchat der armenischen orthodoxen Kirche kann er sich auf Armenisch unterhalten, das er als Kind gelernt hat. Auch eine armenische Schule besucht das Paar. Bildung sei der Schlüssel zur Versöhnung, sagt Budigov. Er wird nach Frankreich heimkehren mit einem besseren Verständnis vom Land der Täter von damals, das auch das Land seiner Vorfahren ist. Und mit dem Gefühl, deren Andenken geehrt zu haben.